Ja, ich bin hier jetzt mit White Rider. Die hatten gerade einen super geilen Auftritt hier. Wir hatten eine Menge Spaß im Publikum. Ich glaube, ihr auf der Bühne auch. Ja, definitiv. Vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, finde ich, da habt ihr richtig losgelegt. So, am Anfang ein bisschen warm laufen, ne? Und dann irgendwann so ist der Groschen gefallen. Auf jeden Fall. Ja. Gaspedale. ihr fallt ja so ein bisschen zeitlich aus dem Rahmen, also von der Generation her. Wo habt ihr eure Einflüsse her? Oh je, warum ich damit jetzt angefangen? Genau. Nee, aber also, wir haben uns halt 2013 auf dem Metalfest haben wir uns, während eine Band gespielt hat, halt in feinster Bierlaune gedacht, ey, das können wir auch. Ja, und dann haben wir halt dann beschlossen, eine Hardrock-Band zu gründen, weil das halt von Cello, von mir und von einigen anderen halt schon längere Zeit der Wunsch war. Thomas haben wir dann auch mehr oder weniger durch Zufall in der Bonner Kneipe haben wir dann gehört, was der für ein Organ hat. Da hatten wir dann die Sorge um einen anständigen Sänger, war dann auch aus der Welt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann waren wir halt alle abfahren auf Mötley Crüe, Bon Jovi, Steel Dragon aus Rockstar, der Film, wer den nicht gesehen hat, angucken. Sehr geiler Film. White Snake. Ja, also perfekt. Also alles Mögliche schön aus den 80ern, hören wir immer gerne auf Partys. Ja. Ihr habt dann noch einen besonderen Gast auf der Bühne gehabt, ne? Eine Tänzerin. Ja. Das hat uns, glaube ich, allen sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das war auch der gewünschte Weg. Ist die Dame öfter mit euch unterwegs? Also wir kennen wir von Patrimonium aus Köln. Ja. Heißt also Jedi unter Facebook zu finden, Miss Rabbit. Miss Rabbit. Oder halt unter The Foxy Firecrackers, die macht halt noch mit einer Freundin, die Shen macht die halt zusammen, eigentlich zu zweit. Die Shen kann heute leider nicht hier sein, muss wieder arbeiten. Ja. Aber auf jeden Fall mal reingucken. Wir haben doppeltes Vergnügen gewesen. Ja, definitiv. Nee, aber haben wir da kennengelernt und dann war dann die Anfrage, hey, hätte ich Bock, da bei uns ein bisschen was die Show noch mit aufzupäppeln. Ich meine, wir sind schon heiß genug, aber schwitzt du so. Ja, absolut. Ja, sag mal an, wo kriegt man euer Zeug? Was habt ihr rausgemacht bis jetzt, Album, CD-technisch? Ja, also wir haben derzeit noch kein Album rausgebracht. Wir haben ein paar Songs im MP3-Format. Kann man sich bei Bandcamp zum Beispiel auch kostenlos runterladen oder zum Beispiel auch bei Facebook einfach mal White Rider Band suchen. Da findet man uns auf jeden Fall kostenlos, einfach mal reinschnuppern, reinhören. Das ist ja quasi unsere EP, die wir jetzt ausgebracht haben. So lange gibt es ja noch gar nicht. Ja, ich kann die Jungs auf jeden Fall live empfehlen. Ich denke, wir haben einiges mitgeschnitten und dann zeigen wir euch das natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Und ich hoffe, ihr seid noch lange da und bringt gute Laune mit. Wir können ja. Also, ja, bye bye.